Und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. So, in der letzten Folge haben wir den Angriff auf Insomnia gesehen. Die glaubt, die Stadt ist in Schutt und Asche gelegt worden. Da sich Noctis selbst davon überzeugen will, müssen wir jetzt schauen, wie die Stadt aussieht, ob sein Vater noch lebt. Ich denke nicht. Alle Zeitungen schreiben, er ist tot. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Okay, da sind schon die ersten Gegner. Aber die sind Stufe 3, die müssen jetzt kein Problem sein. Da kannst du drauf fetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Bam, 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 bam. Okay, warte mal, schau ich mal mit dem Schwert. Okay, Schwert macht mehr Schaden. Weggeballert. Okay, und weiter geht's. Okay, ich glaube, hier ist erstmal das erste Open-World-artige ein bisschen vorbei. Sieht das eher so ein bisschen schlauchartig aus. Aber wir haben einen Flächenangriff gemacht. Blitz. Der ist aber auch schon wieder weg, der Blitz. Ich muss dann wieder aufladen. Boom. Okay, wo sind denn welche? Da. Okay. Magie. Wir müssen jetzt Blitz wieder herstellen. Ich nehme das jetzt mal komplett. Wie viel ist denn das dann? Synthese. Ein Blitzzauber ausrüsten. Ist das jetzt Kraft 96? Ah, jetzt verstehe ich das. Man hat immer drei Blitze. Und je nachdem, wie viel man davon schaffen tut, umso stärker, glaube ich, werden die. Alles klar. Okay. Muss ich mir merken. Interessant, interessant, interessant. Okay, für die kleinen Gegner werde ich den Blitz jetzt nicht hernehmen. Wenn mal ein bisschen was Größeres kommt, werde ich es dann wahrscheinlich erst benutzen. Karren die ihr ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Lauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Scharfschütze-Kette. Schaden machen noch nicht viel. Das geht eigentlich. Das sind also das sind seelenlose Krieger. Okay, eine schöne Stufe 6. Keine Gnade. Durchschuss, komm, Baby. Oh. Waffen mit dem Symbol Plus können modifiziert werden. Aha, das hatte ich in den anderen Folgen schon mal gefragt. Schaut zu diesem Zweck bei Sid in Hammerhead vorbei. Alles klar. Können wir also modifizieren. Ich werde jetzt aber erstmal schauen, ob ich schon mal speichern kann. Nee, ich kann nicht speichern. Schlechte Vorboten. Die Klippe von Insomnia erreichen. Okay, die haben wir jetzt erreicht, glaube ich. Rufen im Zuge der jüngsten Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus.
Gor? Endlich. Ein Lebenszeichen. Was zur Hölle ist los? Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Okay, wir müssen zu Sid, glaube ich. Bis dann. Ja, er müsste ein Hammerhead sein. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Aufgabe abgeschlossen. Okay, sind wir schon Stufe 10. Kapitel 2, Ahnenforschung. Über die Nacht. Über Nacht ist die letzte lusische Bastion, die prächtige Hauptstadt Insomnia, gefallen. Noctis und seine Gefährten lassen ihre Heimat hinter sich, um in Hammerhead Antworten zu finden. Luna Freya Nox Flaret. Oder Floiret. Komische Namen haben die hier alle. Ah, das ist das Buch von Noctis, das er den Hund umgebunden hatte. Der Könige. Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja, sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Nach Hammerhead. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Noct wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Schauen wir, was Sid sagt. Kein Zurück. Los. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut.
Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Aber ihr könnt euch auf uns verlassen. So kenne ich Großvater überhaupt nicht. Er scheint ziemlich bedrückt zu sein. Aber ihr könnt euch auf uns verlassen. So kenne ich Großvater überhaupt nicht. Er scheint ziemlich bedrückt zu sein. Was ist das Fragezeichen hier? Nebenaufgabe. Okay, dann machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Schauen wir mal, was das Hit zu sagen hat. Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Chor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Sitz in der Werkstatt sprechen, das habe ich doch eigentlich gerade gemacht. Ha. Hallo? Alles klar, Nockt? Habe ich doch gerade gemacht, Mitch. Achso, ich habe eine Nachricht von Chor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Okay. So, Fragezeichen, was habt ihr noch? Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftragen. Okay. Metallsplitter zu Sid bringen, habe ich nicht schon welche? Das sind die richtigen Teile. Den Rest mache ich. Probier die Waffe gleich aus. Wirst einen Spaß dran haben. Trainierlanze. Oh. Okay. Noctis. Lanze. Hä? Ach. Oh, Jagdspeer. Okay, die hat auch nicht recht viel mehr. Ja, okay, bringt schon mehr, gell? Okay, Motoklinge. Kann ich die auch modifizieren lassen? Schau mal. Ah, wieder was für meine Bastelstunde. Die Waffenteile dafür solltet ihr irgendwo hier finden. Als Meistermechaniker, wie er einer ist, kann Sid Maschinen so modifizieren, dass sie ihr volles Potenzial entfalten. Wenn Noctis ihm ein verrostetes Metallstück besorgt, will Sid ihm die Motorklinge verbessern. Okay. Eine neue Motorklinge zu Sid bringen. Umbauen, hm? Nur zu. Okay. Verrostetes Metallstück brauche ich da.
Insomnische Waffen kann man von innen nicht ohne weiteres verstärken. Bei denen muss man stattdessen das Gehäuse modifizieren. Tag. Okay. Also ich brauche praktisch Metallstücke. Wer verkauft der hier was? Für jedes Kaufen. Problem die richtige Lösung. Breitschwert. Brecher. Du hast doch Schusswaffen, oder? Attacke 45, 32. Kaufen wir ihm die mal, oder? Würde ich sagen, 150 Gold, kostet ja nicht viel. Wir sind im Geschäft bis in Bälde. Ausrüstung. Pronto. Geben wir ihm die mal hier. Okay, der macht mehr Damage. Okay, also die schon mal. So, jetzt würde ich aber sagen. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hey, wie ist die Lage? Falls ihr Fragen habt, schießt los. Okay. Weißt du was? Das hier sind unsere Problemkinder. Wenn der Magen knurrt, wisst ihr Bescheid. Weiß ich Bescheid. So, jetzt das Fragezeichen. Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Wieso ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Malerische Liefertour. Okay, haben wir da auch schon wieder eine Nebenquest. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber erstmal pennen. Ist wohl eine weitere Lektion des Alten, was? Sid lässt echt nicht locker. Er meint es ja nur gut. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdikai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, jetzt kommen wir aber die ganzen Quests hier rein. Sehr gut. Haben wir ein bisschen was zu tun hier. So, schauen wir mal in die Aufgaben. Ah, neue Motoklinge. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das hier. Okay. Ja, ich brauche aber das. Ich brauche mit Teilstück Sit bringen. Habe ich das schon, oder was? Wenn ich damit fertig bin, hältst du eine einzigartige Waffe in der Hand. Wie geht's? Bringt mir die Teile, wenn ihr sie gefunden Scheiße. Habt. Immer munter. Zeigt mir praktisch nicht an, wo es die scheiß Metallstücke gibt. Okay. Der Stufe 1. Was kriegen wir da? 300 Erfahrungspunkte. Pech überholt. Da wissen wir auch nicht, wo ich da hin muss.
würde sagen, wir machen jetzt mal das hier. Nee, von Peggy Paul können wir nicht machen. Machen wir die Hauptquest mal weiter. Das andere hoffe ich mal, dass wir auf dem Weg dahin einfach irgendwie miterledigen. Okay. Was haben wir? Fertigkeitspunkte haben wir schon wieder 50. Dann würde ich sagen, schauen wir auf die Fertigkeiten. Und was können wir hier machen? Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen. 333 Punkte. Ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung. Das machen wir noch nicht. Was gibt's hier? Das haben wir schon. Großschwert. Schild haben wir noch gar nichts. Das sind Schildangriffe. Füllt den Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Gegner trifft. Das hört sich hier schon mal gut an. Dann geht er schneller hoch. Machen wir das. So, okay. Magie. Blitz haben wir noch drinne. Nehmen wir bereits Magie. Okay, schließen. Ausrüstung. Ignis. Zauber hat er gar keine, oder was? Romto hat Eis, hat schon Eis drinne. Okay. Okay, müsste eigentlich soweit passen. Dann würde ich sagen, ein Kilometer. Ja. Dann fahren wir mal zu der Quest. Automatisches Fahren. Kartenziel. Zwei hier hoch, fährst du. Manche Fahrt muss festlegen. Ja. Informationen in der Jägersiedlung sammeln. Vermächtnis. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Die Hälfte haben wir schon. Albenauswahl. Musikern hier, dass es langweilig wird. So, sind wir eh gleich da. Was die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um! So, schauen wir, was sie zu sagen hat. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika! Wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz.
Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Okay, komm, Königsgrab treffen. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen. Jetzt muss ich mal das probieren mit dem Schokobo. Kann man da mal Schokobo reiten oder so? Mal probieren. Schokobo mieten? Nein, eingestellt. Bäh. Oh. Oh. So, 270 Mide noch. Kor scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den... Achtung, wilde Bestien, Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Meldasio Jägerzentrale schließen. Okay. Losen nennen. Wär aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ah, der hat einfach nur Glück. Oh, hä? Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Schon mal ein paar Gegner. Leute, bleibt wachsam. Ich erledige das alleine. Ausführen. Du kannst hier bleiben. Von wegen. Ich lass nicht zu, dass du hier alleine eine Show abziehst. Autsch, Mist! Was macht ihr denn? Ist der blöd oder was? Lass aber mal krach. Ich hasse fliegende Feinde. So macht man das. Hey, schaut euch den an! Großartig. Ist das lästig? Weggerotzt. Los, vorwärts. Ja. Was sollen die mal aufnehmen? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Lucis zu tun. Jetzt. Wir werden es bald rausfinden. Schaut, ein bisschen mehr Bums hat jetzt. Ach, denn noch. Lassen wir die Waffen sprechen. Besser. Das müssen wir für den Gegner. Das schaffen wir mit links. Das schaffen wir mit links. Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. Scheint, als wäre der General drin. Oh. Beeilen wir uns, um was spachteln zu können. Okay, weiter geht's. Das war einfach. Gladio findet Heiltrank. Sehr gut. Öffnen. Könnte es jetzt schon eine kleine Indie sein, Instanz? General? Leonis. Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Okay. Dein Erbe. Als neuer König. Königswaffen, glaube ich, sind doch die stärksten Waffen. Als König, wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis. Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk.
dein Volk zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Königswaffen sind mystische Waffen, in denen geheime Kräfte der alten Könige von Lucis verborgen sind. Sie können nur von Noctis eingesetzt werden und der Einsatz zehrt an seiner Lebenskraft. Oh, sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft schnell Gefahr, in den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich daher stets, ausreichend Medikamente zum Heilen von LP zur Hand zu haben, um die verlorenen LP auszugleichen. Mit den Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Okay. Schwert des Weisen. Okay, Ausrüstung. Ich würde sagen, wir legen diese blöde Königswaffe. Also die Königswaffe jetzt mal hier reinlegen und dann können wir halt dann switchen, wenn es wirklich wäre. Wenn es wirklich ist, dann muss ich halt vielleicht das Blitz noch weglegen, dass ich auf die Königswaffe switchen könnte. Würdest du da aber alles hin mit der Königswaffe? Das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, weil ich glaube, dass es gleich spannend weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Abo oder auch ein Like. Würde ich mich auch sehr freuen drüber. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.